Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man das Trivialkriterium mit Hilfe des Cauchy-Kriteriums zeigen kann. Noch einmal zur Wiederholung: Das Trivialkriterium bedeutet, dass bei konvergenten Reihen die Folge der Summanden eine Nullfolge sein muss. Für den Beweis nehmen wir uns nun eine konvergente Reihe AK. Also sei Reihe von k gleich 1 bis unendlich ak konvergent. Das heißt, dass diese Reihe insbesondere das Cauchy-Kriterium erfüllen muss. Also folgt nach dem Q Kriterium nun folgendes: Für alle Epsilon größer 0 existiert ein Mindestindex n, sodass für alle n größer gleich m größer gleich n gilt, dass die Summe von k gleich m bis n ak kleiner ist als Epsilon. Dies hier ist das Cauchy-Kriterium für konvergente Reihen. Was wir nun machen können, ist uns einen Spezialfall anzuschauen. Dieses Cauchy-Kriterium hier gilt ja für alle n größer gleich m größer gleich n. Nun schauen wir uns nur den Spezialfall an, dass n und m gleich sind. Das heißt, hier in dieser Ungleichung wir eine Gleichheit haben. Also können wir nun folgen: Der Anfang bleibt wieder identisch und wir nehmen nun für die Allaussage für alle n gleich m, welche größer gleich n sein sollen. Und wir haben hier wieder dieselbe Aussage. AK ist kleiner Epsilon. Okay, schauen wir uns nun an, was bedeutet es, wenn n gleich m ist. Wenn n gleich m ist, können wir das hier in die Summe einsetzen. Und wir erhalten für alle Epsilon größer 0 existiert ein n-Element der natürlichen Zahlen, sodass für alle n größer gleich n gilt. Wir reduzieren also hier die Aussage auf eine Variable, weil wir ja wissen, dass hier beide gleich sind, dass die Summe von k gleich n bis n ak kleiner ist als Epsilon. Nun ist es so, dass wir hier eine Reihe haben von k gleich n bis n ak. Keine Reihe, eine Summe. Diese Summe besitzt nur einen Summanden, nämlich an. Das heißt, wir können das hier auch umschreiben, indem wir diese Summe direkt auflösen. Wir haben dann für alle Epsilon größer 0 existiert ein n der natürlichen Zahlen, sodass gilt, für alle n größer gleich n gilt, dass der Betrag von an kleiner ist als Epsilon. Und wir sehen, das, was wir hier am Ende haben, ist genau die Definition dafür, dass an eine Nullfolge ist. Wir können es sogar noch konkreter machen, indem wir hier schreiben, für alle Epsilon größer 0 existiert ein n-Element der natürlichen Zahlen, sodass für alle n größer gleich n gilt, dass der Betrag an minus 0 kleiner ist als Epsilon. Das heißt, der Abstand von an zu 0 wird für fast alle natürlichen Zahlen kleiner als Epsilon. Umgangssprachlich ausgedrückt bedeutet es, dass an beliebig nah gegen 0 geht. Und das, was wir hier zum Schluss haben, ist die formale Epsilon-Definition dafür, dass an eine Nullfolge ist. Also können wir hier schließen: Damit ist der Limes n gegen unendlich von an gleich 0 beziehungsweise an, n Elemente der natürlichen Zahlen, eine Nullfolge.
Dies ist der Beweis des Trivialkriteriums mit Hilfe des Cauchy-Kriteriums. Zur Zusammenfassung: Wir haben zunächst einmal, wenn wir eine konvergente Reihe haben, das Cauchy-Kriterium aufgeschrieben. Wir betrachten hier den Spezialfall, dass wir anstatt n größer gleich m haben, wir nur den Fall n gleich m betrachten. Dies haben wir umgeschrieben und sehen, dass in diesem Spezialfall das Cauchy-Kriterium nichts anderes ist als die Behauptung, dass oder die Aussage, dass die Summandenfolge an eine Nullfolge ist. Und dementsprechend muss bei jeder konvergenten Reihe die Folge über die Summanden eine Nullfolge sein.